Dann gehen wir am besten drin noch mal ein bisschen investigativ untersuchen. Türe. Oh, da ist ein Handtäschchen. Der Mode der Saison entsprechendes Millis mit Perlen verzierte und bestickte Tasche sehr klein. Sie ist noch in akzeptablem Zustand, auch wenn die Seidenfäden schon beginnen langsam auszufransen. Die Tasche enthält eine kleine, fast leere Flasche eines billigen, hiesigen Duftwässerchens namens Wild Rose of Ire. Roten Lippenstift, einen Bleistiftstummel, einen kleinen Spiegel, ein Stück Draht mit einem Haken dran, eine Geldbörse mit 10 Schilling und 7 Pence sowie ein gefaltetes Blatt Papier. Ein Brief mit einer Penny-Briefmarke aufgegeben in London heute früh. So, was ist das denn hier? Der Brief in derselben krakeligen, unsicheren Handschrift geschrieben wie die Lösegeldforderung an Silverbridge ist adressiert an M. Redding unter der Anschrift Devereux Place 66. Der Text klingt bedrohlich. Werd das Paket los und komm schnellstens zurück. Bring das Schmuckstück. Zieh es nicht an. Gezeichnet V. Na gut. Also, es wird ja wahrscheinlich hier drum gehen, oder nicht? Was haben wir denn noch hier? Tür. Was? Weite Papiertüte, Taschentuch. Kekse. Dieses leichenweiße Porzellan bekommt man in jedem Ramschladen für 2 Schillinge und 6 Pence als ganzes Set. Es ist unbeschädigt und nicht fleckig. Die Tasse zeigt Spuren von rotem Lippenstift. Ein paar jämmerliche, farblose und ausgetrocknete Kekse liegen auf einem kleinen Teller. Ja, erstmal mampfen hier. Also wenn Sherlock da nicht schlecht wird, dann weiß ich es auch nicht. Wie befürchtet waren diese Kekse irgendwann im vorigen Sommer mal frisch. Das Alter gibt dem Leben ja auch Tiefe, Abwechslung und Interesse. Für Kekse aber ist es der totale Untergang. Ja, das kann ich verstehen. Die Tasse enthält den Geruch nach billigem, unverblendeten indischen Tee. Ohne Milch, Zitrone oder Zucker. Eine 6-Penny-Standardtüte liegt auf dem Tisch. Ja, wahrscheinlich mit dem Pfefferminz drin, oder? Die Tüte enthält einen Jahresvorrat an Pfefferminzdrops einer besonders klebrigen Sorte. Es sind Virgils Lieblingssüßigkeiten. Ja, nimm mal die mit, komm. Wieso? Egal. Auf dem Tisch liegt ein zerknülltes weißes Taschentuch neben der braunen Flasche. Was für eine braune Flasche? Ach, hier. Auf dem Tisch steht eine Flasche aus braunem Glas, ohne Etikett, aber mit einem festen Korken. In solchen Flaschen bewahrt man oft lichtempfindliche Chemikalien und Medizin auf. Der Geruch identifiziert die farblose Flüssigkeit als das Betäubungsmittel Ethyläther, in den entsprechenden Kreisen auch als K.O.-Tropfen bekannt. Die Chemikalie ist in jeder guten Apotheke zu bekommen. Jo, mal einpacken.
Äther ist extrem leicht entzündlich. Er muss mit größter Sorgfalt transportiert werden. Oh nein, nicht, dass wir gleich noch in die Luft fliegen. Rieche. Der Geruch von Millis billigem Parfüm wird von dem Gestank von Äther fast verdeckt. Das Betäubungsmittel ist aus dem Stoff schon verdunstet, aber der Gestank bleibt haften. Ja, nehmen wir das auch noch mit. Falls wir mal jemanden ausschalten müssen, ne? So, ja, ansonsten haben wir hier eigentlich nichts mehr zu tun. Dann würde ich mal sagen, ja, zurück zur Baker Street, oder? Würde Sinn machen. Die Polizei ist immer noch nicht hier. Wo ist denn der Ausgang? Ah, hier. Haben Sie dem Abgeordneten Bescheid gegeben, Watson? Wurde diskret abgeschickt und dankbar bestätigt, Holmes. Was haben Sie dem Jungen gesagt? Ich habe ihm Tee versprochen und ich habe ihm gesagt, dass wir ihn nach Hause bringen würden. Und das werden wir auch. Aber noch nicht jetzt. Im Moment muss er es sich hier bequem machen. Ja. Was mit Wiggins? Oh, Wiggins ist weg. Wiggins, ich brauche deine Hilfe. Hast du Zeit? Naja, ich müsste mich um ein paar Dinge kümmern. Ist das eine geschäftliche Frage? Ja, Virgil, das ist Wiggins. Wiggins, das ist Virgil. Ich möchte, dass du ihn im Auge behältst. Nimm ihn mit, wenn du deine Runden machst. Noch ein bisschen feucht hinter den Ohren. Hält auf der Straße keine Stunde durch. Klamotten werden geklaut oder Schlimmeres. Vielleicht sollte ich den Jungen nach Hause bringen oder zumindest nach oben. Nein, Doktor, vielleicht wird sein Zuhause beobachtet und unsere Zimmer sind nicht geeignet für ein nicht überwachtes Kind. Wiggins, nimm Virgil mit zu Stitch Ramsay auf der German Street. Sag ihm, was Virgil an vernünftiger Kleidung braucht. Ich begleiche die Rechnung dann später. In Ordnung, Sir. Wenn Sie die Mäuse haben, habe ich die Zeit. Gehen wir, Kleiner. Naja, stimmt eigentlich, ne? Wenn wir da überall Chemikalien und alles rumstehen haben, könnte das wirklich zu gefährlich sein. Aber ich meine, Miss Hudson könnte ja auf ihn aufpassen. So, jetzt würde ich aber mal ganz gerne den Ring untersuchen. Mal gucken, ob wir da nicht noch irgendwas finden können. Oh. Herein. Kommen Sie rein, Mrs. Hudson. Vorbereitungen für Ihren Empfang in dem Apartments in Kensington abgeschlossen. Sie werden erwartet, vernichten Sie diese Nachricht. F.C. Was? Ein wenig melodramatisch. Ich bin sicher, das können Sie ihm nachsehen. Ich verstehe seine Scheu, dies zu einer offiziellen Angelegenheit zu machen. Scheu ist wohl eine gelinde Untertreibung, schätze ich. Na gut. Was hält er denn davon? Oh. Wir haben gar nichts mit ihm zu besprechen. Na gut, dann... oder warte, können wir noch mal... Der ökonomische, aber dennoch undurchsichtige, gelbliche, cremefarbene Papierumschlag stammt unverkennbar vom National Telegraph Service. Die Botschaft lautet, sämtliche Vorbereitungen für Ihre Ankunft in Kensington sind getroffen. Sie werden erwartet. Beseitigen Sie diese Nachricht, FC. Na gut. Wollen wir jetzt mit ihm? Nein. Dann würde ich mal sagen, auf zum Chemietisch. Ich hätte nämlich noch ganz gern etwas über den Ring hier gewusst. Ich reinige die Oberfläche mit ein wenig Juweliersrouge. Das müssen Sie erstmal herstellen. Ja, genau. Wir brauchen irgendwelche Säuren. Ich weiß halt mal wieder nicht welche, aber das schaffen wir schon. Nein. 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 Ah, guck mal. Also. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich noch Wasser reintun, ja? Nicht?
Okay, doch nicht. Hä? Können wir jetzt einfach so den Ring da rein? Nein. Na, vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr zusammenmischen. Ja gut, Jod macht ja keinen Sinn. Chloroform macht auch eigentlich keinen Sinn. Ich dachte eigentlich mit Wasser, aber klar, Wasser und Säure ist vielleicht jetzt nicht so die beste Idee. Können wir hier nicht irgendwie einfach nur durch dummes Rumgeklicke? Nein? Hm. Und wenn wir das jetzt einfach mal erhitzen? Ah, das macht er. Das sieht gut aus. So. Jetzt schmeißen wir da den Ring rein. Njam, njam, njam. Wo ist der Ring? Also. Ne? Geht nicht? Wieso geht das nicht? Ja, das scheint irgendwie falsch zu sein. Ich pushe herum, Watson. Haben Sie einen Vorschlag? Etwas verdünntes Königswasser könnte eine brauchbare Reinigungsflüssigkeit ergeben. Ja, Quatsch nicht. So, pass auf. Ne, lass mich doch analysieren. Na komm, lass mich analysieren, danke. Da haben wir wohl irgendwie das falsche Zeug genommen, nicht? Ich reinige die Oberfläche mit ein wenig Juweliersrouge. Das müssen Sie erstmal herstellen. Ja, ist ja gut jetzt. Krieg dich wieder ein, Mensch. So, Salzsäure. Und fertig. Das Zeichen des Juweliers sollte sichtbar werden. Da ist es, ich erkenne es. Burlington Jewelers in den Arkaden. Nobler Laden. Vielleicht sollten wir uns da mal unbeliebt machen. Was spricht dagegen? Gut, hätten wir das rausgefunden. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns wieder auf den Weg, nicht? Kommen Sie, Watson. Das Spiel beginnt. Allerdings, Holmes. Auf zum Kensington-Palast. Aber erstmal die Mäntel wechseln. Schön fesch machen für die Straße. Also. Dann schauen wir uns mal den Kaiser an. Wo ist denn der Kensington-Palast hier? Juwelier, nee. Was? A Suit at Kensington Palace. Ja. Machen Sie es sich bequem, meine Herren. Ich bin sofort bei Ihnen. Wer hat da geredet? Das Zimmer enthält gut gemachte Bilder der Queen, ihres verstorbenen Mannes Prinz Albert und ihrer Tochter, der Kaiserin Frederika. Es ist unwahrscheinlich, dass all diese Bilder immer hier hängen. Alle Fotografien zeigen den Prinzgemahl bei öffentlichen Auftritten. Auf einem eröffnet er die Crystal Palace Ausstellung. Ein anderes zeigt ihn bei Feierlichkeiten in den Kew Gardens. Ein drittes Bild sieht sehr vertraut aus. Er stellt den Prinzgemahl dar, wie er Lord Palmerston vor dem britischen Museum die Hand schüttelt. Was der eine da verändert hat, ne?